Willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Letzte Folge haben wir diese Mine abgeschlossen und jetzt habe ich entdeckt, dass wir dort oben eine neue Quest haben und deswegen fahren wir da mal hin. Und wir reisen da direkt hin, weil wir es können. Ganz schön runtergekommen. Hab dich nicht so. Freu dich lieber, dass wir hier Waffen kaufen können. So. Die Moldatio Jägerzentrale. Lass uns einkaufen. Gute Idee. Wir sollten unsere Vorräte auffüllen. Eine Quest? Hier? Wo? Was? Bei der Frau? Wie schön, euch zu sehen, Prinz Noctis. Ich habe schon viel von euch gehört. Und ich glaube, ihr seid bereit für die nächste Stufe. Die nächste Stufe? Wir Meldatio-Jäger wachen über 8 Siegel, die die Menschen in diesem Land vor Unheil und Gefahr beschützen. Eventuell habt ihr sie schon zu Gesicht bekommen. Wundersame Türen, die in Höhlen und Ruinen zu finden sind. Und dies ist der Schlüssel, der sie öffnet. Hinter den Türen warten grässliche Bestien, denen selbst unsere stärksten und erfahrensten Jäger nicht Herr werden könnten. Doch ihr solltet mittlerweile dazu in der Lage sein, sie mit Hilfe eurer königlichen Kraft niederzustrecken. Deshalb will ich den Schlüssel nun euch überlassen, Prinz Noctis. Die Schatten von Luzis. Die gebannten Bestien besiegen. Mehrere Aufgaben wurden aufgegeben und hinzugefügt. Diese Frau ist also der Schlüssel für die ganzen Türen. Ich glaub's aber nicht. Ach Gottchen. Gut, was haben wir da jetzt alles? Der Schatten von Kay Katrich. Greja, Fauchot, Dabrell, Palouvre, Stalif, Restholm, Küstenmark. Luzis. Okay. Okay, Katrich. Ach, das. Oh Gott, das ist dieses erste Dungeon gewesen, was mich so abgefuckt hat. Das war. Grishire, Fauchot, Dorel, Palouvre, Stalif, Crestholm, Küst. Ah, Gott, oh Gott. Gut, das machen wir, glaube ich, erst später. Jetzt möchte ich doch erst noch die schreckliche Legende, also diese Waffe weitermachen. Aber gut zu wissen, dass wir jetzt auch diese Türen öffnen können. So, jetzt fahren wir erstmal zum Aufgabenziel. Da braucht man nicht automatisch hinreißen, das ist um die Ecke. Okay. So, los geht's. So, den Morbul des Grauens besiegen. So, auf zum Morbul des Grauens. Trotzdem fehlt uns immer noch ein Königsgrab. Und ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das nervt mich irgendwie ein bisschen. Ignis, halt mal an. Verstanden. Also los, Bewegung. So,
Warum weiterfahren, wenn wir ihn schon sehen können? Oh mein Gott, der ist ja blau. Igitt. Zack. Sicher ist sicher. Die schreckliche Legende. Und jetzt rüsten wir auch noch Magie aus. Und zwar, ja, Ars Territae. Der sieht ja verdammt gefährlich aus. Im Ernst jetzt? Ist das lustig? Klappe zu, Monster tot. Was? Aha! Ich hab's echt geschafft, uns festzufrieren. Ja. Erst mal diese Morbo. Oh mein Gott. So, beschwören bitte. Au. Okay. Es riecht nach Ärger. Das sieht nicht gut aus für uns. Oh oh, es kotzt. Oh Gott, I. So, oh Gott, ganze Zustandsveränderungen gibt. Magie und zwar. Ja, das da. So, da könnte ich eigentlich mal Allheilmittel benutzen. So, Bromto. Bromto scheint desorientiert. Ganz toll. Da, 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 da. Wo will es denn hin? Ungleiches Paar. Bin ich froh, dass ich überspreche. Kaboom! Wo es doch so schön ruhig war. Hey! Nur jetzt. Nimm das! Ach, Mensch. Geh weg von mir. Es frisst mich.
Oh nein. Es kotzt wieder. So, komm schon. Ah, furchtbar. So, Gladio macht nur ein bisschen mehr Schaden. Oh Gott, was? Wie geht's? Oh nein. Oh mein Gott, das ist niedergeworfen. Superdrag, Ignis. Kaboom! So, komm schon, das Ding stirbt jetzt. So, einmal abfucking bitte. Sollten wir zu Randolph bringen. Hervorragend. Boah. I geht. Das war ja ekelhaft. Gut. Chocobo. So, jetzt erstmal zurück zum Auto und dann zu Randolph. Braver Junge. So, automatisches Fahren, Aufgabenziel und zwar Listhallum und da reisen wir direkt hin. Was machen wir jetzt? Hören wir uns ein wenig um? Das ist Nocts Entscheidung. So, wir gehen jetzt erstmal zu diesem Randolph. So, hoffentlich war es das wenigstens wert, diese Waffe, die wir jetzt bekommen. Hi. Lass mich dir eine weitere Legende zeigen, Junge. Sie ist nun dein. Die schreckliche Legende. Die Dragoonlanze. Die Glut meiner Esse schwelt heiß. Dies ist der Stoff für die nächste Legende. Die rätselhafte Legende, die Sir Tomberries nachts besiegen. Oh mein Gott, sind jetzt diese Tomberries mit diesem coolen Schnauzer? Schnauzer? Ja, mit diesem komischen Schnurrbart, glaube ich. So, die Dragoonlanze ist tatsächlich unsere stärkste Lanze. Diese Lanze ist aus Drachenschuppen gefertigt, deswegen haben wir auch in Morbol besiegen müssen. Und reduziert den erlittenen Schaden durch Feuer, Eis und blitzbasierende Angriffe. Ah, das ist die Waffe, die auch bei diesem bei der Noctis-Figur dabei ist. So, die bekommt jetzt Noctis. Und du hast halt noch die Schimmelanze. Ja. Orichalkons. No.
Du hast den eisernen Fürsten, das passt auch noch. Und den schwarzen Prinzen. Ja. Und du mit dem Quicksilver bist auch gut bedient. Und die Wirbelsäge Plus ist im Prinzip auch die stärkste der drei Waffen. Ja gut. Moment, die Aufgabe ist jetzt... Da. Die rätselhafte Legende. Seydlitz. Ein Schild. Okay. Bösartigen werden. Niemand hat die behauptet, dass die Legenden. So. Ach, da hinten bei dem Königsgrab, das geplündert wurde. Okay. Wenn die Dinger nur nachts kommen, passt es hier gerade eh perfekt, weil es Nacht wird. Einziger Nachteil ist, wir sind nicht ganz so fit. Und Tomberis sind total einfach, wie jeder weiß. Also müssen wir eigentlich übernachten, aber dann ist es wieder Tag und das ist jetzt irgendwie doof. Man sollte auch beim Hotel aussuchen können, ob man bis morgens, mittags, nachmittags oder nachts schlafen kann. Und nicht nur, egal wann man ins Bett geht, immer um 6 Uhr morgens aufsteht. So, automatisches Fahren zum Aufgabenziel und zwar... Ja. Da hinten hin müssen wir aber dann fahren, deswegen... Wählen wir das aus. Da können wir direkt hinreisen und das machen wir jetzt auch. Noct. Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Oh nö, das passt eigentlich. Gut, aber Nahrungseffekte könnten wir eigentlich kurz auffrischen. Hab euch schon erwartet. Was darf's heute sein? So, du hast nichts Könnt Neues. Könnt ihr das hier übernehmen? Gnadenlose Giganten. Das ist neu. Und dunkle Flötentöne. Aha. Ja gut. Was darf ich bringen? Speisekarte, einmal das bitte. Okay, ich beeil mich. Guten Appetit! Danke. Man sieht sich. Bevor es losgeht, sollten wir auf jeden Fall tanken. So. Dann automatisch fahren und zwar wollen wir, obwohl eigentlich zum Aufgabenziel. Genau. Lass nichts liegen. Okay. So, Sir Tomberis. Bin ich mal gespannt, wie stark die Viecher sind. So, ich hoffe, dass ab 20 Uhr Nacht ist. Nicht, dass die Sonne geht bald unter. Noct, allmählich sollten wir überlegen, wo wir übernachten wollen. Ja, finde ich auch. Nein, wir haben noch was zu erledigen. Und zwar haben wir ein paar Sir Tomberis zu vernichten.
So, Nacht, bitte erscheine. Helden des Lichts! War das nicht eins deiner Lieblingsspiele? So, da sind wir. Sir Tomberry, bist du da? Nö, der hat irgendwie keinen Bock. Das gestohlene Großschwert ziehe ich aus dem Küstenmarkt und sollen die Waffen gestohlen haben. Die Medaillen versucht bereits mehr dazu herauszufinden. Ach ja, stimmt. Das. Die Kettensäge. Gut, Sir Tomberry ist noch nicht da. Dann holen wir uns den Schatz dort hinten erstmal. Vielleicht kommt er ja dann. Ein Talisman, wuhu! So, 20 Uhr, es ist Nacht. Erscheine, Tomberry! Tomberry! So, ein bisschen zurückgehen. Mal gucken, vielleicht kommt er ja jetzt. Hey Nacht, über dir! Was? Wo? Ich sehe nichts. Ah, jetzt springen sie da vorne schon rum. Guck mal, Ignis, der hat das gleiche Küchenmesser wie du. Aber er ist nicht so nett. Also gut. Ade. Oh mein Gott. Geht's. Roger. Was zur Hölle? Wie stark sind die Viecher denn bitte? Alles klar. Oh mein Gott, wir machen es so gleich. Das war echt knapp. Jetzt wird's ernst. Das könnte ein bisschen schwierig werden. War so nicht geplant. Igitt. Die Dinger sind ja ekelhaft. Pass besser auf, Nacht. Ja doch. Ignis! Ignis, bitte. Küchenmesser nenne ich das? Jetzt dürfte gerne eine Gottheit mir helfen.
hätte ich nichts dagegen. Oh Gott. Das war's. Ignis! Alles klar! So, Gladio. Kein Problem. So, mal kurz. Ich probier mal was aus. Funktioniert aber nicht so, wie wir das vorgestellt haben. Komm schon. So, Alterna. So, nochmal Alterna. Boom. Es hat tatsächlich einen eingesaugt. Danke. Nicht der Rede wert. Gut, MP sind voll. Alterna. Oder auch nicht. So, aber jetzt Alterna. Boom. Wir haben eines der Materialien für Randolph gefunden. Ich glaube, wir haben, was wir brauchen. Zauberhaft. Beeindruckend. Ja. Bei uns nicht genauso wie bei Ritter des Königs? Hä? Vier Typen, die gemeinsam kämpfen. Ja! Dann habe ich eine Stärke von 5 Sternen. Keine Chance. So einen Wert kann nur ich haben. So. Ein Hoch auf den Ring der Luzis. Es ist unglaublich. Saustarke Viecher und die können trotzdem mit Alterna eingesaugt werden. Ja, ja. Na gut, dann bringen wir jetzt die Waffe, also das Ding, zurück zu Randolph. Und gucken mal, was wir da Schönes bekommen. Wir sind da. Ach, endlich! So, zurück in Lestalum. So, Randolph, das Küchenmesser haben wir ganz ohne Hilfe ganz leicht bekommen. So, in Anführungsstrichen, ohne Hilfe. Weitere Legende zeigen, Junge. Sie ist nun dein. So, Aufgabe abgeschlossen. Die rätselhafte Legende. Und zwar bekommen wir jetzt das Seydlitz. Oder so. Gut. Bereit, an der nächsten Legende zu schmieden? Dies sind die Materialien,
Sei gewappnet für den Tod. Die verfluchte Legende. Falaris besiegen? Was auch immer das ist. 85. Seelensäbel. Aha. Das hört sich sehr gefährlich an. So, jedenfalls haben wir jetzt ein Schild bekommen. Okay, das ist heftig. Dieser Schild besteht aus zahlreichen Legierungsschichten. Nach einem perfekten Block erhöht er vorübergehend die Angriffskraft erheblich. Jo. Bitteschön. So, ach Gott, der hat mir erst noch 46%, meine Güte. So, wie schaut's mit den Fertigkeiten aus? Notiert sie noch nicht wirklich. Ja, gut. Zeitaufträge gibt es, glaube ich, auch nichts Neues. Dein Platz wurde aktualisiert. Hey. Du hast einen neuen Titel erhalten. Aha. Ja, da hat es jetzt einen Fehler gegeben. Gut, die Folge war eh vorbei und ich wollte eh die Aufnahme jetzt komplett beenden. Dann war es das erste Mal für die Folge. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten. Ciao.